Grüßen. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ich drehe das Video jetzt zum fünften Mal, weil mein Hund mir die ganze Zeit dazwischen rennt. So, das ist jetzt aber egal. Es sieht heute etwas anders aus, weil ich vergessen habe, meine Kamera zu laden. Was ziemlich blöd ist, denn jetzt muss ich auf dem Fußboden sitzen. Und genau, das Ladekabel ist zu kurz, deswegen, ja, egal. Erstmal wollte ich euch ein riesen Dankeschön sagen für die ganzen Kommis, die ihr mir schreibt. Vielleicht sind es nicht viele, aber ich freue mich über jedes Kommi und ich lese mir auch alle durch und versuche das auch zu beantworten. Ja, wäre auch schlimm, wenn nicht bei der Menge. Trotzdem, ich bin wirklich... ja, es freut mich, wenn euch die Videos gefallen und ja, entschuldigt, dass ich so verwuschelt aussehe, aber es ist schon ziemlich spät und ich habe mir aber gedacht, drehst du das mal schnell ab, weil ich habe jetzt schon länger nichts von mir hören lassen, es ist ein bisschen stressiger geworden. Ja, seitdem meine Große in die Schule geht und jetzt seit ein paar Tagen mein Großer auch einen Kindergartenplatz hat und ja, zum Thema Kindergarten und so. Die ersten Tage würde ich gerne nochmal ein extra Video machen, weil, ja, es ruft ein paar Fragen auf. Ich meine, okay, ich kenne das schon von meiner Großen, aber ich würde es doch gerne mal diskutieren. Und hätte dann ein paar... Ich würde mich gerne mit euch austauschen, sagen wir es so. Ich würde mich gerne mit euch austauschen und, vielleicht sogar euch ein paar Fragen stellen, wie ihr das gehandhabt habt, als eure Kinder in den Kindergarten gegangen sind bezüglich Trennungsängsten. Das im nächsten Video. Jetzt geht es einmal auch nur ganz kurz. Das Video wird nicht lang. Ja, ich bin sehr kreativ. Ja, es sind... zwei neue dazugekommen, plus einen tollen Nagellackentferner. Egal, ich fange einfach mal an. Fangen wir an mit dem Nagellackentferner. Das ist der von Aveo. Und der soll... den habe ich gekauft im Müller für 2 Euro, glaube ich. Und der soll nach Berry riechen. Den hat mir mein Freund gekauft, geschenkt, weil er gesagt hat, meine Nagellackentferner stinken. Und ich habe ja den von Oversa, ich glaube, den habe ich aus dem Rossmann. Ja, mit dem bin ich echt zufrieden. Und dann habe ich noch ein Geschenk bekommen von meiner Schwester, die den irgendwie nicht braucht. Das ist zwar auch schon angefangen, er ist von Isana, den habe ich noch gar nicht ausprobiert und der soll nach Mandeln riechen. Das habe ich noch gar nicht. Nee, der riecht nicht nach Mandeln. Aber von beiden weiß ich nicht, wie viel sie kosten. Den habe ich auch nicht ausprobiert, aber das werde ich noch machen. Dann werde ich euch sagen, wie der war. Also bei dem hier kann ich echt sagen, ja. Der ist super, der pflegt auch die Nägel und ja, ölhaltig steht drauf. Gibt es einen Unterschied? Nö. Das ist alles irgendwie mit Öl. Ich glaube, mit Nagellackentferner kenne ich mich nicht so aus. Hauptsache, das Zeug geht weg, sag ich mal. Ne? Okay, gut, kommen wir wieder dazu. 2 Euro Müller. Aveo, ja, soll nach Berry riechen. Tut's auch nicht. Ich kenne ihn von damals, die haben wirklich nach Berry gerochen. Ganz, ganz bisschen. Also wenn es jetzt Geruchsfernsehen geben würde oder so, würdet ihr das auch riechen. Ich habe noch nicht ausprobiert, werde ich tun und ich werde euch dann sagen, wie der so ist. Ja, 2 Euro, Müller. Wäre interessant. Dann habe ich mir einen neuen Nagellack gekauft von Essie. Das ist die Nummer 37, so wie es aussieht. Und hat der auch einen Namen? Nee, der hat keinen Namen. Steht nur Nagellack drauf.
Aber der ist ganz schön. Und zwar habe ich den mal kombiniert mit dem Ombre. Ja, ich war ja die ganze Zeit nicht so begeistert von diesem Ombre. Bin ich eigentlich immer noch nicht. Ich glaube, ich habe den euch schon vorgestellt. Das ist der hier. Und naja, ich habe den jetzt mit diesem Essie kombiniert. Mit diesem hier. Ja, und der hier kostet, glaube ich, 2 oder 3 Euro. Bin ich sicher. Und der auch so in dem Preis 3. Und ich habe das so gemacht, wie das hier auf dieser Beschreibung steht. Also der erste Finger eine Schicht, zweite Schicht, dritte, bla bla bla. Ne? Und ja, das ist dabei rausgekommen. Sehr, ja, weiß nicht. Sieht seltsam aus, ne? So ein bisschen. Ja, 3 Euro, keine Ahnung, irgendwie sowas. Also ich finde ihn ganz schön. Die Farbe an sich ist toll. Also mag ich. Dann habe ich mir einen gekauft von wieder von Essence. Was war? Ah ne, das war Essie, okay. Das hier ist von Essence 6 in 1. Beautiful Nail Polish. Nail Candies. Steht da drauf. Zartschimmernder Nail Candles. Candies mit 6 Benefits. Bis? Okay. Für wunderschöne gepflegte Nägel. Härtend, schützend, ausgleichend, schnell trocknend und fruchtig duftend mit Hochglanzfinish. Am Ende war ich enttäuscht. Ich habe echt gedacht, er ist in dieser Farbe. Kostet übrigens auch um die 2 Euro. Und naja, fruchtig riechen. Wer viel Fantasie hat, ich finde eher, der riecht so ein bisschen nach Kinderkotze. Egal. Also, ja. So sieht der aus. Und der ist mal so gar nicht pink. Also, der schimmert gar nicht so wie in dieser Flasche. Ach so, vielleicht sollte ich euch den anderen von Essie nochmal zeigen, wie er auf dem Pinsel aussieht. Ja. Ja, und ich habe dann mal einen Vergleich gestartet. Ich kann euch jetzt leider kein Bild einblenden, weil ich nicht weiß, wie man das macht. Ich habe dann mal einen Vergleich gestellt. Weil ich habe ja den von P2 Rich in Care, mein absoluter Nagellack-Favorit. Und habe den einen, also den hier von Essence auf die eine Hand und den hier von P2 auf die andere. Und siehe da, wir konnten den Unterschied förmlich erkennen. Es gab keinen Unterschied. Es gab überhaupt gar keinen Unterschied. Es war komplett gleich. Ja, was soll man sagen? Ja. Es war ein Fehlgriff. Aber falls der hier mal alt ist, dann nehme ich einfach den. Es ist heute ein Pannenvideo. Es tut mir leid, aber ich glaube, ansonsten habe ich auch keine neuen. Nee, den habe ich jetzt mal schon vorgestellt. Gut, jo, dann war es das auch schon gewesen. Und ich bedanke mich fürs Zuschauen und freue mich auf das nächste Video, in dem es gehen wird. Kindergarten, Trennungsängste. Und das nächste Video wird dann, also danach das Video wird dann wahrscheinlich das Update von dem 8. gemeinsamen Monat von dem kleinen Mann und mir. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend, je nachdem, wenn ich es online stelle, entweder heute Abend oder morgen. Dann wünsche ich euch noch ein schönes Wochenende. Und abonniert mich, wenn ihr wollt, wenn euch das gefällt, was ich hier mache. Die ganzen... Naja.
Ja. Und wenn euch die Videos gefallen, dann gebt mir doch einen Daumen nach oben. Oder nach unten, wenn es euch nicht gefallen. Was ich nicht hoffe. Egal. Und folgt mir auf Instagram oder Facebook und ja, YouTube abonnieren, habe ich schon gesagt. In diesem Sinne, bis dann, eure Michi.